Herzlich willkommen zum fünften Teil der A310 Tutorial-Reihe im Microsoft Flight Simulator mit dem Inibills A310. Und wir haben im letzten Teil bereits unsere Reiseflughöhe verlassen, sind jetzt im Anflug auf München. Wir hüpfen also direkt wieder ins Cockpit rein und schauen mal, was der Anflug gleich für uns bereithält. Mittlerweile sind wir auch durch die Wolken wieder durch, das heißt, wir können auch unser Anti-Ice wieder ausmachen. Hilft uns ein bisschen, das Idle von unseren Triebwerken zu reduzieren. Ihr seht, wenn wir das Anti-Ice jetzt einmal ausmachen, geht direkt unsere N1 ein klein bisschen nach unten. Und wir können uns auch gerne nochmal ein aktuelles Wetter aus München holen. Vielleicht hat sich da ja nochmal was verbessert. Unser letzter Stand war ja dann doch, dass wir relativ schlechtes Wetter zu erwarten haben. Wir fordern also nochmal eine echtes für München an. Und dann schauen wir mal, wie das Wetter jetzt momentan aussieht. Also, wir haben aktuell um 12.50 Uhr Zulu, Wind aus 40 Grad mit 3 Knoten. Ein bisschen variabel ist der Wind. Wir haben eine Sichtweite von 1900 Metern, eine Mindestsichtweite von 800 Metern. Das sollte uns also laut Wetterbericht zumindest jetzt noch für eine Cat-1-Landung gerade so ausreichen. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, 550 Meter müssen wir mindestens haben. Wenn wir uns jetzt mal die Runway Visual Range von der Runway 08 Left angucken, dann haben wir da auch immer noch 2000 Meter Sicht. Auch das sollte eigentlich genug sein, auf der 08 Right ebenfalls 2000 Meter. Becoming Fog mit Overcast auf 200 Fuß. 5 Grad Außentemperatur, Taupunkt ebenfalls 5 Grad, 1032 ist jetzt das letzte QNH gewesen. Das heißt, auch das passen wir nochmal ganz kurz an. 1032, setzen das wieder zurück auf Standard. Und dann haben wir auch das aktuelle Wetter nochmal gecheckt. Es ist also ein klein bisschen besser geworden im Vergleich zu unserem letzten Stand, aber es sind immer noch schlechte Sichtbedingungen. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall darauf vorbereiten, dass die Sicht vielleicht doch ein bisschen schlechter ist als gemeldet. Und dann müssten wir auch durchstarten, wenn wir über Minimum unsere Bahn nicht sehen können. Als nächstes können wir hier auch wieder von den AirPods auf die Constraints umschalten, dass wir dann die Beschränkungen für die Arrival sehen. Und ihr seht, wir haben jetzt hier noch die ganze Transition drin. Das heißt, das kürzen wir jetzt noch ein bisschen zusammen. Und zwar möchten wir vom Wegpunkt Rokil dann weiterfliegen nach Delta Mike 431. Das ist ein Wegpunkt, der dann hier vor Margat kommt. Natürlich dürfen wir das Ganze nur machen, wenn uns der Lotse auch die entsprechende Clearance gegeben hat. In unserem Fall sagen wir jetzt mal, der Lotse hat uns die Clearance gegeben, nach Rokil, nach Delta Mike 431 weiterzufliegen. Dann hängen wir diesen Wegpunkt Delta Mike 431 einmal vor den Wegpunkt Margat, können die Discontinuity dahinter rauslöschen. Und jetzt löschen wir quasi alle Wegpunkte, die zwischen Delta Mike 431 und Rokil kommen, raus. Das heißt einmal den Vektor hier, einmal Delta Mike 420, 427 und auch 412. Damit haben wir Rokil, Discontinuity und Delta Mike 431. Und da der Flieger ja von uns aus gesehen jetzt hier direkt von Rokil nach Delta Mike 431 weiterfliegen soll, klären wir auch noch einmal die Discontinuity raus. Schon seht ihr, haben wir unsere Anflugroute deutlich verkürzt. Hier haben wir auch unsere Vertical Deviation, die zeigt uns jetzt also unsere Abweichung vom berechneten Wiener-Pfad des Flugzeuges an. Und da sind wir jetzt ganz entspannt im Descent unterwegs. Wir checken hin und wieder mal die Ground Speed. Jetzt sind wir nur noch bei 370 Knoten. Das heißt, unsere Vertical Speed können wir auch wieder ein klein bisschen reduzieren. Wir wollen ja ungefähr so bei einem 3 Grad Profil bleiben. Dann gehen wir jetzt erstmal so auf 1800 Fuß pro Minute. Ihr seht diesen kleinen Halbkreis hier vorne in Gelb. Das ist dann also das, was unser Flieger berechnet hat, wann wir die eingedrehte Höhe erreichen. In unserem Fall haben wir 10.000 Fuß selektiert, wir werden also jetzt, wenn wir mit 1.800 Fuß pro Minute und unserer aktuellen Geschwindigkeit weiterfliegen, dann ungefähr hier beim Wegpunkt Rokil auf Flight Level 100 ankommen und das schaut auch schon ganz gut aus. Seatbelts sind mittlerweile an, ihr seht unter uns schon ein großes Nebelfeld zu sehen, dann schauen wir mal, was der Anflug gleich für uns bereithält. Dann nähern wir uns langsam mit unseren 10.000 Fuß. 10.000 Fuß ist immer ein wichtiges Gate für uns. Zum einen haben wir es jetzt hier als eingedrehte Höhe. Wir wollen also nicht mit mehr als 2.000 Fuß pro Minute sinken. Das haben wir mit den 1.800 Fuß Vertical Speed schon sichergestellt. Und unter Flight Level 100 möchten wir nicht schneller fliegen als 250 Knoten. Das heißt, wir reduzieren jetzt schon mal unsere Speed, die wir hier oben eingedreht haben, auf 250 Knoten. Checken jetzt nochmal, dass die Seatbelts auf On sind und können jetzt auch schon mal die Landing Lights anschalten. Dann fliegen wir jetzt über Walda hinweg. Nächster Wegpunkt ist dann Rokil. Von dort aus geht es auf die Arrival drauf. Und von der Höhe schaut es ganz in Ordnung aus. Wir wollen da ungefähr in 20 Meilen dann auf 5000 Fuß ankommen. Heißt, wir müssen noch 5000 Fuß sinken. 3x5 sind 15 Meilen, die wir dafür brauchen. Plus auch ein bisschen Speed, die wir reduzieren müssen. Dann passt das ganz gut. Dann nehmen wir jetzt noch ein bisschen Vertical Speed raus, dass der Flieger ein bisschen mehr Geschwindigkeit noch abbauen kann. Und dann haben wir vom Lotsen jetzt Simulated direkt die Clearance bekommen, weiter zu sinken. Und zwar auf die Höhe, auf der wir aufs ILS möchten. In unserem Fall 5000 Fuß. QNH 1032 passing 10.100 Feet. So, das haben wir jetzt aber gecheckt. Beim FO schaut es auch gut aus. Und dann sind wir jetzt auf den 10.000 Fuß bei 250 Knoten. Können jetzt auch die Vertical Speed wieder ein klein bisschen erhöhen.
Und jetzt kommt uns diese kleine gelbe Banane so ein bisschen entgegen. Und zwar können wir die gelbe Banane jetzt ungefähr zum Wegpunkt Magat legen, stellen also unsere Vertical Speed so ein, dass wir auf 5000 Fuß bei Magat ankommen. Jetzt sehen wir aktuell, sie ist ein bisschen zu weit vor uns. Deswegen erhöhen wir einfach die Vertical Speed noch ein klein bisschen. Und dann sollten wir so mit 1800 Fuß pro Minute da am Ende ganz gut hinkommen. Jetzt können wir auch wieder gegenrechnen, 280 Knoten. Das heißt, 1400 Fuß pro Minute wäre jetzt ungefähr ein 3 Grad Profil. Das heißt, wir müssen da jetzt schon etwas steiler runter. Sollte aber nichts machen. Die Triebwerke sind jetzt mehr oder weniger im Idle. Und der Flieger nähert sich dann den 5000 Fuß. Und wenn wir dann die 5000 Fuß erreicht haben, dann reduzieren wir unsere Geschwindigkeit noch weiter und gucken dann, dass wir so auf ungefähr Minimum Clean Speed oder zumindest mit Slats 15 dann auf das ILS draufgehen, bei so ungefähr 200 Knoten. Währenddessen können wir schon mal unsere Approach-Checkliste lesen, die da wäre. Approach, Signs sind auf On, Briefing is confirmed, ICAM Status. Das haben wir noch nicht gemacht, das heißt, wir klicken hier einmal auf den Status-Button, gucken, dass hier alles normal ist, das ist der Fall. Status ist gecheckt. Altimeters set QNH1032. Minimum is also set Baro 1670 feet. Ignition is off und landing elevation is set auf 1500 feet. Ja, das ist der Fall. Und damit ist die Approach Checklist completed. Sehr gut, wir haben das ILS mittlerweile identified. Ihr seht hier die Localizer Indication und die Glide Slope Indication. Und wir haben auch schon eine DME Mileage. Wir sind also jetzt noch 18 Meilen vom ILS entfernt. Können die Range hier nochmal ein bisschen verkleinern, dass wir es hier schön auf dem Navigation Display angezeigt bekommen. Und jetzt geht der Flieger in die Linkskurve. Wir können schon mal den Localizer armen. Dafür drücken wir diesen V-L-Knopf. Das ist also der Modus, um ein VOR oder ein Localizer zu armen. Ihr seht jetzt hier oben im Flight Mode Enunciator auch Log Blue, jetzt Log Star. Der Flieger captured jetzt also den Localizer. Und die letzten 1000 Fuß wieder nur mit 1000 Fuß pro Minute. Das haben wir gemacht. Dann können wir das Final Heading schon mal setzen auf 80 Grad. Das ist ja auch unser Inbound Course. Und dann können wir den Land Mode aktivieren. Damit aktivieren wir jetzt auch Glide Slope Blue. Das heißt, auch der Glide Slope, wenn er reinläuft, wird dann vom Flieger aktiviert. Und wir nehmen noch den zweiten Autopiloten aus Redundanz mit dazu. Und dann können wir jetzt schon mal langsam unsere Geschwindigkeit reduzieren. Hier unten aktivieren wir die Final Approach Phase. Ihr seht hier unten, unsere Clean Speed sind 204 Knoten. So schnell dürfen wir also fliegen, ohne Klappen auszufahren. Wenn wir langsamer werden, dann brauchen wir Klappen. Für den ILS Intercept lohnt es sich auf jeden Fall, aber ein bisschen Klappen schon mal auszufahren. Ihr seht, der Glide Slope wandert langsam rein. Das heißt, wir können gut und gerne schon mal auf 200 Knoten reduzieren. Und dann müssen wir jetzt dran denken, die erste Stufe, bei der wir unsere Klappen ausfahren, das sind nur die Slats. Das heißt dann Slats 15. Das machen wir jetzt einmal, Slats 15. Jetzt könnt ihr hier oben an der Indication gleich sehen, dass unsere Slats vorne ausfahren. Die Flaps werden noch in ihrer Position bleiben. Und dann reduzieren wir weiter auf 180 Knoten unsere S-Speed. Wenn wir langsamer als die fliegen, dann müssen wir auf jeden Fall die Klappen noch mit dazu fahren. Und jetzt haben wir auch den Glide Slope gecaptured. Ihr seht es hier oben, Glide Slope, Lock und Cut, Tri, Magenta. Und dann fahren wir jetzt noch Flaps 15. Je nachdem, was uns der Lotse für eine Speed Restriction gibt, müssen wir dann vielleicht noch 180, 170 oder 160 Knoten bis zu einer bestimmten Mileage halten. In unserem Fall haben wir jetzt keine Restriction mehr, das heißt, wir können auch direkt auf die Approach Speed reduzieren. Bei uns sind das 137 Knoten, inklusive Wind Correction. Mist Approach Altitude 5000 Feet ist auch gesetzt und dann sind wir jetzt noch 9 Meilen entfernt, reduzieren langsam, sind bei 190 Knoten ungefähr. Das schaut auch schon mal alles ganz gut aus. Dann fangen wir jetzt an, den Flieger noch weiter zu konfigurieren, fahren als nächstes das Fahrwerk aus, Gear Down. Dann schalten wir auch wieder die Lichter an den Fahrwerken ein, also unsere Nose Lights auf Takeoff, also auf Taxi und die Runway Turnoff Lights schalten wir auch noch einmal mit an. Wing Light brauchen wir nicht. Anti-Ice ist vielleicht noch ein Thema, wir sind aber jetzt bei 17 Grad TAT. Auch schon über dem Icing Point, deswegen können wir da auch drauf verzichten und dann bringen wir die Klappen noch einmal in die Landeposition. Flaps 25 und Flaps 30. Gut. Speedbrakes werden gearmt. Entschuldigung, Flaps 40 ist das letzte Setting. Slats 30 und Flaps 40. Damit können wir unsere Landing Checklist lesen. Landing. Landing Gear ist down. Autobrake medium. Anti-Skid ist checked. Slats Flaps 30-40 und Spoilers sind gearmt. Damit ist die Landing Checklist completed. Wir lassen den Autopiloten jetzt noch einen kleinen Moment drin und dann gucken wir mal, ob wir beim Minimum unsere Bahn sehen. Ansonsten würden wir durchstarten. Wir haben gesagt, in Case of Mist Approach geradeaus eine Meile Delta Mike November oder 1900 Fuß, whichever is later, links rum nach Mike hoch und wir steigen auf 5000 Fuß. Den Mist Approach haben wir ja auch hier im FMS hinterlegt.
Sollte also dann kein Problem sein, das dann auch abzufliegen. Jetzt geht's hier für uns in die Wolkensuppe rein und ich konzentriere mich auf den Flug. Viel Spaß euch bei der Landung. So, wir sind bei knapp 700 Fuß vom Radio Altimeter. Ihr seht, wir sind mitten im Nebel drin. Und das Erste, was wir jetzt wahrscheinlich gleich sehen werden, sind die Approach Lights. Das sind also die blinkenden Lichter, die wir vor der Landebahn finden. Wenn wir die sehen, ist es schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und dann sollten wir relativ kurz dahinter dann auch unsere Landebahn sehen. Links und rechts könnt ihr schon so ein bisschen das Terrain unter uns erahnen. Hoffen wir mal, dass die Landebahn noch rechtzeitig in Sicht kommt. Da seht ihr die Approach Lights. Wir können also unseren Anflug fortsetzen. Manual Flight, Manual Thrust. So, 100 above, Runway is in sight. So, Flieger sitzt. Spoilers, Reverse kommt auch raus und wir haben Diesel. 70 Knots, Reverser gehen wieder rein, Manual Brakes. Und dann heiße ich euch ganz herzlich willkommen auf dem Flughafen von München. Wir verlassen wie geplant beim ersten Exit die Bahn hier nach rechts und dann sind wir gut und sicher angekommen. Gerade bei schlechter Sicht versuchen wir nicht den Flieger möglichst weich auf die Bahn zu setzen, sondern wir gucken, dass der Flieger da sitzt, wo er sitzen soll. Auch hier in München, wo sehr viel Traffic ist, hat man nicht immer den Spielraum, da unnötig zu floaten. Deswegen können wir mit der Landung auf jeden Fall zufrieden sein. Haben es gut und sicher hier runter geschafft. Das Minimum war Gott sei Dank machbar für uns. Wir haben also die Bahn rechtzeitig gesehen. Ansonsten wären wir einfach durchgestartet, hätten dann einen Cut 2 bzw. Cut 3 Anflug vorbereitet, bei dem wir dann eine Autoland durchgeführt hätten und dann wäre das auch in Ordnung gewesen. Wichtig ist halt nur, dass wenn man einen Cut 1 Anflug plant, dann muss man ihn auch als Cut 1 Anflug beenden. Sollte man das nicht können, weil man das Minimum nicht einhalten kann, dann kann man nicht spontan umentscheiden, oh, ich mache jetzt doch eine Autoland, sondern dann muss man wirklich durchstarten und den Anflug nochmal von vorne vorbereiten. Nach der Landung fahren wir die Speedbrakes wieder ein, die Klappen sind wieder eingefahren, der Transponder ist auf Standby, wir können das Terrain Radar ausschalten, können unsere Landing Lights ausschalten, wollen ja nicht alle hier auf dem Flughafen blenden, die Nose Lights gehen wieder auf Taxi, die Strobe Lights gehen auch auf Auto und dann können wir auch die APU schon mal anschmeißen. Jetzt geht es wie geplant hier rechts rum in den Entry November Tree gleich und dann parken wir auf der Position 208 heute. APU Start drücken wir noch einmal, dann solltet ihr jetzt im Hintergrund schon mal langsam hochfahren und wir wählen einmal bei GSX unsere gewünschte Parkposition aus. Das hat den Vorteil, dass wenn wir dann gleich an der Position ankommen, da dann auch entsprechend eingewiesen werden. Und dann werden wir die 208, wir brauchen kein Follow-Me-Car, wir sind ja Profis hier. Und dann sind wir sicher angekommen in München, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Hätten wir im Übrigen eine Autoland durchgeführt, dann hätten wir unsere Decision Height hier oben eindrehen können. Hätten wir hier auf DH geklickt, also Decision Height, und dann könnten wir hier unsere zum Beispiel 125 Meter oder was es sind über den Boden eindrehen und dann würde uns der Flieger auch unser Minimum entsprechend anzeigen. Da ist die Position 208. Hier schalten also unsere Lichterchen einmal aus, dass wir da gleich beim Einparken keinen blenden. Position ist soweit sonst auch frei, wir können da also problemlos reinrollen, ohne irgendjemanden über den Haufen zu fahren. Und dann sollte auch unser Visual Docking Guidance System, das Einparksystem, uns gleich anzeigen, wie wir hier in die Position reinrollen und zeigt uns dann auch an, ob wir zu weit links oder rechts sind und wie weit wir noch nach vorne rollen müssen. So, ihr sitzt da vorne, jetzt ist links ein roter Balken, das heißt wir sind zu weit auf der linken Seite, müssen also ein bisschen nach rechts korrigieren. A310 steht auch dran. Und jetzt könnt ihr sehen, ist der rote Balken verschwunden. Wir sind also auf der Linie. Und jetzt läuft dieser kleine gelbe Balken nach vorne durch. Und dann halten wir im Optimalfalle bei 0 Metern an. Perfekt, es steht Stop da. Folglich können wir die Parkbremse setzen.
Unsere APU ist mittlerweile auch da. Wir können die APU Bleed noch mit dazu nehmen. Und dann schalten wir die Triebwerke ab. Engine 1 off, Engine 2 off, Cabin Crew, all doors in Park. Sehr gut, Triebwerke fahren runter, das heißt, wir können das Beacon Light ausschalten. Die Schalter hier oben sind automatisch ausgegangen, dann können wir die Fuel Pumps ausschalten. Dann können wir die Seatbelts ausschalten, Probe Heat können wir wieder ausschalten, Window Heat können wir ausschalten. Und dann schauen wir hier noch einmal, Triebwerke sind jetzt final aus, Parkbremse ist gesetzt, wir können uns jetzt hier über das EFB noch ganz kurz eine Ground Power dran holen. Dass wir dann nicht die ganze Zeit auf der APU laufen müssen, sondern auch einfach den Bodenstrom nutzen können. Dann können wir nicht auch die APU wieder ausschalten, die Bleed wieder ausschalten. Und dann lesen wir eine Parking Checklist. Also erst eine After Landing Checklist. After Landing, Slats, Flaps, Retracted, Transponder. Der ist noch auf 1000, aber den können wir eigentlich jetzt auf Standby und 2000 setzen. Weather Radar is off. Spoilers disarmed. APU is started after landing checklist completed. Und dann lesen wir gleich die Parking Checklist mit Parking. APU bleed is off. Engines off. Delta P, also der Differenzdruck zwischen der Außenwelt und unserer Kabine, den können wir hier oben checken. Der ist auf 0. Unsere Lights und Signs sind gesetzt. Fuel Pumps off. Window and Probe Heat is off. Und Parking Brake is set. Parking Checklist completed. Wenn wir den Flieger jetzt noch komplett ausschalten wollen, dann gehen wir noch einmal hier oben ins Overhead, schalten die Inertial Reference Systems alle drei aus. 1, 2, 3. Dann müssen wir auch einmal das Crew Supply wieder ausschalten, also den Sauerstoff, den wir vorhin aktiviert haben beim Startup. Auch der wird einmal ausgeschalten. Wir können die Lichterchen ausschalten. Strobe Lights off, Nav Logo Lights aus. Das Auto Thrust System können wir disarmen. Seatbelts gehen auf off. Emergency Exit Lights werden noch disarmed. Und dann können wir auch die Batterien ausschalten und haben noch eine Securing Checklist. Securing, NAV Systems off, Oxygen off, APU Bleed is off, Emergency Exit Lights disarmed und APU and Battery sind off. Wir können auch gerne nochmal gucken, hier unten auf unserer APU Page. Die APU ist aus, ist runtergelaufen, das heißt, wir können den Flieger auch komplett ausschalten. Es fehlt dazu auch nur noch unsere External Power und wenn wir die ausgemacht haben, dann ist der Flieger wieder im Cold and Dark und es ist alles so, wie wir es zuvor vorgefunden haben, als wir unseren Flug in Düsseldorf begonnen haben. Und damit sind wir sicher in München angekommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Tutorial-Reihe hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet dadurch den A310 ein bisschen besser verstehen und auch was Neues mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst es mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten für größere Fragen könnt ihr auch gerne immer zu uns auf den Community-Discord kommen. Da wird euch auch immer super geholfen. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht auf Twitch wieder, wenn wir mal wieder live unterwegs sind, unter anderem im A310 oder dann beim nächsten Video hier auf YouTube. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr möchtet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachfliegen. Kommt gut an eurem Ziel an und ich wünsche euch always happy landings.